Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stoneshirt. Wir gehen wieder nach Norden am besten. Müssen halt den Banditen ein bisschen ausweichen. Und Moment kurz, ja. Ja, müssen irgendwie natürlich auch ein bisschen an Essen und Trinken kommen. Wir schauen jetzt mal alle Märkte durch, weil es wurde gesagt, dass hier Bücher sind. Also hier schon mal nicht. Also wir haben ja gesagt, die und die rote Beete. Ja, die Kartoffeln, genau. Und bei ihm? Er hat Bücher, aber nur. Ah, Erdebuch 2. Das kaufen wir nicht, weil wir wollen nicht Erde nehmen. Zwar ist Erde wirklich empfohlen worden, aber ich will einfach bei ihm bleiben. Bei Feuermagie, Pyromantie. Ja, die anderen haben leider nichts. Okay. Kein schlechter Tag, gut. Und sonst, ja. Mir geht es leider immer noch nicht so gut. Heute war wieder so ein Tag, der es mir ein bisschen schlechter ging. Ich habe ja irgendwie eine Erkältung oder so und momentan ist halt das Wetter recht kalt wieder. Und dadurch bin ich natürlich wieder ein bisschen verletzlich sozusagen. Eins nach oben und dann rechts. Ist alles Gefahr hoch. Lieber mal hier hoch dann noch gehen. Und wir gehen jetzt mal dort rechts zum Fragezeichen. Das haben wir das letzte Mal nicht gefunden. Scheinbar haben wir es knapp verpasst oder es war einfach nicht generiert dieses Mal. Das ist das letzte Mal. Jo. Ah, es ist jetzt noch zwei nach rechts. Okay, ein Hund. Ohne. Auch schon. Okay, ja, dann kommt noch ein anderer. Jetzt sagen wir Schweiz Schofsäckel. Kein Schaden hinzugefügt. So. Komm. Renne. Ein Turn verbrannt. Okay. Also noch weiter. Kurz essen. So. Dann mal schauen, was hier ist. Einfach ein bisschen vorsichtiger spielen als das letzte Mal. Das war ja Hardcore. Wie wir einfach voll Mut in dieses Tomb reingegangen sind und auf die Fresse bekommen haben. Ja, ist halt ein bisschen schwer, das Spiel, ja. Habe ich mittlerweile auch wieder ein bisschen gecheckt. Ja, man muss einfach konzentriert sein. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Nein, es ist halt nicht gerade so ein wirklich tolles Actionspiel oder so, ohne Freude. Taktik, das ist viel schwieriger.
viel, ja, weniger interessant, meistens für so kleine Kinderherzen. Ja, manchmal fällt mir schon auf, dass die Menschen momentan, also wirklich die Erwachsenen, trotzdem noch mega kindisch im Kopf sind. Und es ist manchmal kurios. Dann nerven sie sich wieder über das und dann über das. Ich bin ja meistens auch ein bisschen am genervt sein, aber ich nehme das wenigstens nicht so ernst. Also ich mag es trotzdem, das Spiel, wenn es nervt. Also so schlimm ist es bei mir ja nicht. Okay, hier ist etwas. Und ich weiß jetzt, wo das Backpack ist. Das Backpack ist genau dort, wo es so schwer war. Also da können wir noch nicht holen. Eine Hexenhütte? Ich denke zu viel. Alkohol. Hier ist schon nichts. Das hätte ein gutes Versteck sein können, aber man sieht ja immer alles, also es wäre doch nicht so ein Versteck gewesen. Okay. Oh, ein NPC hätte ich jetzt nicht erwartet. Eher eine böse Hexe. Also eine nette Hexe. Ah, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Früher oder später. Wer bist du? Das ist egal, Schätzchen. Egal. Im Moment bin ich nicht weiter als unglücklich und alt, aber ich muss eine großzügige, eingeladene Gastgeberin sein. Hört weiter zu. Gut, dass ich ein paar Vorräte steckt habe. Unterhalte eine alte Frau, trink etwas. Hm, sehr gut, ich schätze, ich könnte das tragen. Ich glaube, das wäre vergiftet oder so. Es verwandelt mich irgendwie in einen Raben oder so. Ach, so beschämend, ich habe so lange auf Gäste gewartet, aber jetzt kann ich nicht mal mehr von meinem Stuhl aufstehen. Bitte bediene dich und vergib mir meine Schwäche. Ich danke dir. Ja, Elfenschlamm. Eine Exportversion eines elfischen Drinks. Schmeckt widerlich, aber baut dich auf. Aber immerhin positiv. Na dann, sei nicht schüchtern. Fühl dich wie zu Hause. Ich brauche diese Dinge nicht mehr. Danke, Ida. Gähnt und fühl mich schläfig. Das Alte, das Alte, das Alte. Ich war früher so hübsch, so jung, so jung. Hm, was? Ah, du bist es wieder. Trotzdem noch kein Alzheimer. Also, das wäre doch etwas zum Lesen. Rune der Destabilisierung, noch irgendwas. Ein Hexenstab. Magische Kraft. Okay, direkt mal verzaubern. Das ist aber entzaubern, ich will verzaubern. Habe ich leider nicht. Und hier haben wir ein Reißzahn. Sorry. Amulett, das ist ziemlich besser, ich kann nicht so heilen. Und hier haben wir Abklingzeit. Ja, ist besser. So. Machen wir das so. Und der Rest ist Schmarrn. Eine Klette brauchen wir auch nicht. Entzaubern wieder. Könnten wir verkaufen. Okay, gut. Dankeschön. Und schon wieder rum. Hm. Also, dann gehen wir. 3. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ob wir das überleben dort oben? Hm. Wiederholen möchte ich es auch nicht. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen nach oben, aber wahrscheinlich noch nicht dorthin. Das könnte zu gefährlich sein. 1. Ja, sicher, es ist schon hier zu gefährlich. Yes.
gehabt und das hat sich schon abgemacht. Okay, sehr gut. Und der Bogenschütze, der kann auch. Das ist jetzt passiert. Ja, so, volles Feuer in die Fässer. Ich glaube, der hat gar nicht geschossen. Ne? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Hat. Gut. Hallo Ali. Hallo Ali. Ja, Baby, ja. Gut, es klappt heute gut. Wenn ich eben ein bisschen Pause machen musste, fühle ich mich immer noch gut drin im Game. Also jetzt ist 2, oder? Wenn es nach oben geht, dann ist 2. Es könnte schon sein, dass wir da recht wenig Probleme bekommen. Jetzt einfach nicht in die Dungeons reingehen, weil wir einfach genügend stark sind für die Gegner schon. Hier könnte eine Safe Zone sein. Ja, eine Safe Zone. Gut. Aber wir haben einfach auch schon viel im Inventar, also eigentlich hätte ich zurückgehen sollen. Ich bin mir sicher, das ist vielleicht ein bisschen zu langweilig für euch. Ich riskiere halt auch gerne ein bisschen für euch etwas. Ist der Hexenquest mit der Schlange? Also ich sehe keinen Hexenquest. War der unten? Das ist schon mal nichts. Brenne, du blöder Wolf, du! Was ist denn im Wege? Sagt der Drago mit der Männerstimme, wo es eine Frau ist. Oh, gut. Burning! Das nächste Mal genau auf den Wolf, bitte. Brenne! Nein, brenne! Ei, jetzt habe ich wieder eins abbekommen. Das war alt. Ja, Regenpilz. Aber diese Hungersache, ne? Wieso habe ich Hunger? Weshalb? Aber gut, dass es viel Pilz gibt. Das kann man nicht. Oben ist noch irgendwer. Ja. Was ist das so schnell? Cheetah! Okay. Dann ist hier oben etwas. Ah, ein reicher Typ. Nö, nur eine blöde Hexe, die kein Geld hat. Ja, für die habe ich schon mal gehört, aber pst, das müssen wir eigentlich nicht sagen. Der wird sowieso verlieren. Kein Problem. Hallo. Nein. Schmeckt's? Schmeckt nach verbrenntem Fleisch, gell? Einfach draufschlagen. Ist auch gut. Ist immer wieder gut. Regenpilz. Hunger essen. Bisschen mehr essen. Nein, ich passe benutzen.
Auch schön, dass man da aufgelistet das Gold sieht. Man kann scheinbar auch Geldbeutel in Geldbeutel reintun. Ja, ich denke, da ist nichts. Auch wenn sie das gesagt haben im Hexenkessel von der Schlange. Ist, glaube ich, nichts. Also 3, 4. Hier könnte ja irgendwas sein. Ein Pizza bitte wieder. Also, hier haben wir 2 Wolf. Location. Immer nicht zu weit rennen, bevor ihr den Gegner erreicht. Lieber sie anlocken lassen. Okay. Glorreicher Sieg. Gegen einen Wolf ist nicht so glorreich, aber gut. Wir sind ja böse. Also bei Kunden waren die Wölfe auch immer ein bisschen. Also die Wildschweine eher stark. Am Anfang natürlich. Ich weiß noch, gegen Wölfe habe ich mehrmals verloren. Das wurde ich eins, weil ich lieber gerne die Gegner frontal immer angegriffen habe. Ja. Ist halt so. Und endlich mal wieder eine Schlange. Gut. Pfote. Ja, eine Waldfippe hat sich am Pfoten verletzt. Ja, an der Pfote. Ich sag's noch was. Also die anderen Wölfe nicht machen. Die Wölfe sind einfach noch ein bisschen zu zäh für unsere Feuermage. Ah, endlich. Pilze. Was haben wir jetzt eigentlich für XP? Bald Level Up. Aber das bringt uns nicht mehr so viel. Wir gehen jetzt einfach auf Erdmagie. Aber das Zweierbuch muss ich ja noch holen. Also jetzt haben wir 5, ja? Also bei 6 ist es scheinbar. Oh. Muss das sein? Wieso muss der uns noch treffen? Voller Hook auf die Fresse. Ja, nehmen wir das kurz und schauen es nochmal an. Ich bin nicht vergiftet. Also Änderung 0,1 heißt also zu einem 10% werden wir vergiftet. So. Einfach mal gefressen. Nochmal mehr gefressen. Und weiter geht's. Sollte es eigentlich kommen. Hier. Also, was ist hier? Wir könnten echt mal Wild wieder jagen gehen. Was ist da zu gefährlich? Damit wir ein bisschen Fleisch haben. Hier ist scheinbar gerade nichts. Also nochmals eins weiter nach Norden. Es könnten ja wieder 2 Zonen sein. Ja, ist gut. Ich weiß, dass du immer Hunger hast. Du hast viel zu viel Hunger, du kleine Ente, du. Wo denn? Wo denn? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Nix. Eine Ebene voller Nix. Eine Ebene voller Nix. Dieses Spiel ist einfach immer gestrickt.
Aber können wir nichts machen, also einfach nochmal durchlaufen. Nicht wahr? So. Eine Zickzacklinie, damit irgendwas kommt. Ich mache ja auch so schnell wie möglich. Wir sind ganz oben an der Map. What the fuck? Also gehen wir nochmal eins runter. Da war auch nichts. Hä? Heute ist ein Fragezeichen im Kopf. Meine frühere Helden war schlauer, weil du jetzt gerade nicht Zauber einsetzen kannst. Also was? Komische Schwung. Also zeig mir jetzt dieses Lager, bitte. Was ist denn hier? Hier ist nämlich Fragezeichen. Ich will ja das hier haben. Das ist blöde Nacht. Ich weiß, ob das noch immer. Mit Angst, ja. Nicht. Ja, brenne du. Pfefferminz. Da hat nichts getropft, aber eine Pfefferminz ist die Dinge. Hungerresistenz, das ist gut. So, eine doppelte. Ah, hier ist es okay. Bin knapp daneben durchgegangen. Schlafen und ja, nach dem Part denke ich, es nicht so lange machen. Ich habe momentan schon ein bisschen Bedenken, ob ich jetzt wirklich so intensiv noch weiter Let's Playen soll, weil ja die Videos werden halt kaum geschaut und ich finde es schade, dass YouTube so zu Ende geht. Es ist einfach nur die Armen, die Jungen oder schlechten Let's Player Probleme bekommen und die Probleme haben werden wahrscheinlich. Ist einfach, ja, sehr ungerecht, oder? Und ich muss einfach langsam immer wieder mehr Sport machen, damit ich immer wieder besser werde. Das ist nun mal einfach so. Aber ich werde eigentlich nie immer komplett aufhören. Einfach weniger machen, nur dass ihr es wisst, wenn es halt nicht so erfolgreich läuft. Also ihr dürft gerne liken dafür. Aber mich interessieren jetzt momentan auch nicht so die Likes. Weil ich ja eben eher nicht so gute Zukunft sehe in YouTube. Wenn, dann, wenn ich Zeit habe, Livestream, ja. Aber nicht Videos machen. Das ist eigentlich auch nicht mehr so das, was man eigentlich haben möchte. So, dann schauen wir mal kurz. Ja, 23 Minuten, 24 Minuten, okay. Dann, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hä? Ich hoffe, wir kommen weiter. Also ich werde sicher dieses Projekt noch viel weiter führen. Wenn wir dann sehen, wie es noch läuft, wenn der letzte Part online kommt. Aber wie lange das Video das geht, weiß ich gar nicht. Also es kann 5 Parts gehen, es kann 20, 30 Parts gehen, es kann 50 Parts noch gehen, je nachdem und ja, mal schauen, gell? Ich bin halt einfach auch momentan nicht so gesund und deshalb nicht so motiviert, aber ich bekomme sicher Motivation, wenn ihr auch zeigt, dass es euch gefällt. Tschüss!